Das sieht ja auch geil aus, die Stelle. Iguan! Stirb. Tut mir leid, ist fürs Let's Play. Kann das jetzt hier mal Tag werden? Ich finde die Leguan irgendwie mega cool. Ich weiß auch nicht warum. Die können ja auch mega schnell werden, die Viecher. Was ich ja... Weak Spear Collected. Ich bin an einem See gekommen, der auf einer Lichtung im Wald ist und habe einen Speer gefunden. Und hier sind Leguane. Und hier liegt ein toter Mensch. Geil. Ich kann nicht schlafen. Ach, die Stelle. Ach, die Stelle kenne ich. Lel. Das ist genau die Stelle, wo ich letztes war. Die mir so gut gefallen hat. Ich weiß aber nicht, ob ich mir hier ein Lager baue. Ich glaube, ich baue mir hier ein Lager. Warum eigentlich nicht? Gut, dann bauen wir mal. Das Essen, damit ich jetzt in Ruhe schlafen kann. Das ist doch blöd. B. Dann mache ich mir jetzt hier mal... Logisch, soll ich mir gleich eine Lokkabine machen, aber die kostet 82 Holz. Oder eine Small Kabine. Hunting Shelter. Oder ich baue mir ein Alpine Treehouse. Ich will es ja nicht gleich übertreiben. Wie viel kostet das? Fluffige 50 Loks. Ich würde sagen, ich sollte loslegen. So, mal schauen, wie gut die neue Axt ist. Lalalalalala. Also bis jetzt spüre ich keinen wirklichen Unterschied. Ja, sag mal, vielleicht ein bisschen schneller ist, ne? Das Problem ist halt, ich habe jetzt alles liegen lassen, ne? Die Tonnen an Rohstoffen, die wir hatten, den Schlitten und all den Spaß. Alles liegen lassen jetzt, ne? Ja? Und hier ist gleich ein Barbarendorf in der Nähe, so ein kleines. Ich glaube, wir sind an derselben Stelle. Wenn du... Ist unter dir... ein großes Tal und dann Seen, so große Seen und so Land passt durch die Seen durch. Könnte sein, ist da bei dir auch so ein Camping, so drei Campingzelte? Ja, das sind Campingzelte und zwei, drei Barbarenhütten. Genau, aber verlassen. Alle verlassen, genau. Und da oben auf dem Hügel ist so ein kleiner See am Rand des Waldes. Und da sind zwei Speere drin. Genau. Okay, dann sind wir an derselben Stelle. Ich auch. Und wenn du dich jetzt mal in Richtung... Was? Wenn du jetzt nach unten gehst, dann kommt ein größerer See mit einem Ruderboot drin. Und wenn du unten nach unten gehst und dann dem Flussverlauf folgst, eine ganze Weile... Dann kommst du an einen kleinen Pfad, der hinter einen Berg führt. Kommst du auf eine grüne Wiese, die hinter einem Bergkamm liegt. Da habe ich letztens gecampt. Ist auch eine sehr geile Stelle. Okay. Da gibt es nämlich auch keine Barbaren. Da konnte ich in Frieden alles aufbauen. Aber wenn du sagst, dass es hier genauso ist, dann glaube ich das natürlich. Und leg hier fruntermöglich los. Was ist das? Deutsch korrekt? Also bis jetzt waren ja... ein, zwei Mal Barbaren, aber die haben mich eigentlich nicht beachtet. Oh scheiße, mir ist kalt. Warum ist mir kalt? Ja, Barbaren haben ein sehr intelligentes System. Kälte tut sie nicht, soweit ich weiß. Ja, Barbaren haben ein sehr intelligentes System. Und zwar, manche greifen dich an, manche beobachten dich nur, und holen Freunde, und manche rennen einfach nur weg. Und das ist random.
Okay. Warum schläft mein Typ hier jetzt nicht ordentlich? Es ist die ganze Zeit Nacht. Und ein kleiner Tipp. Es gibt ja die Spinnenbarbaren, also die Mutanten-Spinnenbarbaren. Ja. Lol, der Baum hat mich beinahe umgebracht gerade. Oh nein, 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 nein. Jetzt erklär mir, warum ich hier nicht ordentlich schlafen kann. Was ist das denn? Ich bin nicht unter den Baum gekommen, ne? Der Baum hat mich fast vollständig getötet. In dem Moment kommt ein Barbar und greift mich an. Das ist kein Barbar, das ist ein Ureinwohner, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Er hat gelbe Augen ohne... Der Typ schläft einfach nicht durch. Witzig. Ist immer noch Nacht. Ich bin schon wieder tot. They survived 4. Super Let's Play. Ja, ich würde sagen, wir nutzen das einfach mal gleich, um einen neuen Spielstand anzufangen, weil wir haben ja jetzt echt Kacke gebaut. Boah, das ist zum Kotzen irgendwie. Weil ich bin schon dreimal unter den Baum gegangen, ne? Der Baum hat mich nie erwischt. Und genau in dem Moment erwischt mich der Baum. Zieht mir 90% meines Lebens ab und dann kommt ein Barbar hinter mir und greift mich an und er lässt nicht locker. Dann habe ich natürlich irgendwann angegriffen und ja, du hast mich dann gekühlt. Das, ja. Oh, mein Sohn, ja, du bist so süß und toll und ach ja, wir sind auf dem Weg in die Südsee und ja, so steht da so. Knock Lake. 4 Sterne Kinobewertung. Oh. Das Flugzeug bricht auseinander. Wie unerwartet. Oh. Oh. Hilfe. Oh. Meine Entsetzen ist riesengroß. Guck mal, mein Sohn. Da fliegen Menschen. Oh. Bäume. Guck mal, einer in deinem Gesicht. Du bist ein Naturfreund. Ich wusste es. Alles ist dunkel. Und ich rede nicht. Was ist denn hier nur los? Es ist die ganze Zeit Nacht hier bei mir. Was ist das denn? Kann es jetzt hier bitte mal wieder Tag werden? Ich möchte in der Nacht nicht draußen arbeiten. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu The Forest. Ich hab mir gedacht, ich starte jetzt hier mal ein Let's Play. Hab natürlich vorher noch nie das Spiel gespielt, also random hier, gell? Also ne. Also ja. Ist jetzt nicht so, dass wir gerade gestorben werden oder so. Nein, ich muss mal ganz kurz am Ohr kratzen. Wusch dich mal! Huch, was ist das denn? Noch eine Flasche nehme ich natürlich mit. Und dann sind wir hier direkt an ein paar Koffern. Die tun wir natürlich öffnen schön. So. Geh mal auf. Warum der mal so sinnlos in die Luft schlägt, wenn du den Koffer eigentlich töten willst? Vor allem den Koffer töten. Machst du auch immer, oder? Koffer töten. Bob noch da? Wolke? Ich glaube, Wolke ist weg. Verabschiedet, gegangen, von den Barbaren entführt. Ein tragisches Opfer. Nehmen wir uns alle Sachen! Yay! Da ist er ja wieder. Ja.
ich darf das nicht ständig sagen, sonst kriege ich am Ende noch Ärger. Ey, du machst voll Kronk nach. Kronk ist aber auch eine Legende. So, bei mir ist es jetzt seit Minuten einfach nur Nacht. Bin jetzt schon 50 Mal schlafen gegangen. Das hat alles nichts gebracht. Weiß ja nicht, was ich machen soll. Genau, das meine ich. Wenn du die einmal am Hals hast, du kannst dir mit Leguan ja auch irgendwie Rüstung bauen, ich weiß aber nur nicht wie. Na, Leguan-Zeug, dann kriegst du einfach links drauf und dann rüstest du das aus. Ich habe noch nie Leguane bearbeitet. Ich habe noch nie so viele. So. Nee, wusste nicht. Einfach nur, du kriegst ja von jedem Leguan Haut. Eine Haut gibt zwei Armor oder anderthalb. Ich bin wieder an derselben Stelle wie vorhin. Mit den drei Hütten, dem See. Ich hoffe, dass ich diesmal überlebe. Ich gehe jetzt hierher. Oh, endlich Tag. Hole mir den Hunting Spear. So, nehmen wir. Und dann mache ich mir jetzt ein Baumhaus. Ich frage mich nur, wo ich es diesmal baue. Boah, was ist das denn für ein Riesensee da hinten? Hast du den gemeint? Welchen? Wo jetzt? Was? Mit dem Boot? Da hast du dich da niedergelassen? Also ich bin hier, das ist so ein See eingefasst in Stein. Ja, ja, meine ich doch. Direkt im Wald. Und da hast du ein Baumhaus hingebaut. Ja, direkt am See. Ich tue es ihm gleich. Kannst du eigentlich echt gut erreichen. Ich hab irgendein Tier hinter mir, das die ganze Zeit brrrk brrrk macht. Ey, hast du dir gebaut das Treehouse oder das Alpine Treehouse? Das normale Treehouse. Ich glaube, ich mache mir erstmal eine Plattform. Kann ich da nichts dran bauen oder was? Doch. E? Dann fange ich mal an. So, wollen wir mal gucken. Wie lange wir das brauchen. Also mindestens erstmal die Plattform fertig kriegen, dass wir hochrennen können. Falls wir Probleme wieder kriegen sollten. Und die kriegen wir bestimmt so wie ich unser Let's Play kenne. Das wird katastrophal. Alter, das ist bitter. 4 Tage survived. Er fällt sogar in die richtige Richtung. Ich auch. Bin begeistert. Was, 4 Tage oder was? Froh, wo ich schon. Ja, es war das erste Mal. Beim zweiten Mal sterben waren es schon 5 Tage. Okay, dann komme ich mir nicht ganz so schlecht vor. Seht ihr das? Der Wolke ist einfach ein Mensch. Der kann den Leuten einfach das Gute in ihnen selber zeigen. Ja. Indem er sich selber als schlechtes Beispiel nimmt. Den mach ich mal nicht weg, weil ich den will ich benutzen nachher. So. Du hast hier in dem See, glaube ich, sogar... bei dem See auf dem kleinen Hügel hast du sogar 3 Speere. Eins ist nämlich im Wasser. Ja, du kannst eh nur einen nehmen, von daher ist es vollkommen egal. So. Scheint aber gar nicht so groß zu sein, die Insel. Also im Let's Play habe ich die Stelle schon gesehen, bei dir, du sagst, du bist an der Stelle schon gewesen. Also so allzu groß scheint die Insel ja nicht zu sein. Zwar groß genug, dass man darauf sich sicher inselig fühlt. So, fehlen noch 6 Loks. Ich höre schon wieder irgendwas, ich hoffe es ist kein Barbar. Hätte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Also ich werde hier eigentlich echt gut in Ruhe gelassen. Ich fische mir gerade ein paar Fische. Ja, ich glaube, dass die Barbaren kommen, ist eher so ein bisschen random, weißt du wie? Wann die kommen und wie die kommen. Aber du gerade sagtest, du hast auch die ganze Nacht gerade durchwachen müssen, weil der Barbar in deiner Nähe war.
Nee, das lag nicht an den Barbaren. Also mein Typ hat zwar gepennt, aber das wurde einfach nicht Tag. Ja, dann ist Barbaren, Daniel. Der hatte... Nee, der hatte wahrscheinlich nur so Sekundenschlaf. Nein, das ist Barbaren. Du schläfst normalerweise immer durch, es sei denn ein Feind ist in der Nähe, dann schläfst du nicht. Dann wachst du sofort wieder auf in der Nacht. Weil du Geräusche hörst oder sowas. Und ich höre ja echt komische Geräusche und ich hab Schiss, dass gleich wieder so ein Vieh um die Ecke kommt. Lurch! Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verlorcht. Verlorcht. Jetzt habe ich einen Karnickel in meiner Karnickelfalle und krieg's nicht raus. Super, ne? Ja, also irgendwie, an manchen Stellen müssen sie noch arbeiten irgendwie, dass zum Beispiel, sagen wir mal, du hast den Karnickel in deiner Karnickelfalle, dass dieser Befehl Karnickel aus Karnickelfalle holen sich über den Befehl Karnickelfalle anfassen. Legt, weißt du wie? Dass sie so Prioritäten haben, die Befehle, dass du solche Probleme nicht mehr hast. Oder wenn du in einem Zelt bist und da ist was drinne, du kriegst ja auch manchmal echt scheiße raus, dass dann einfach da steht, prioritätsmäßig das da nehmen. Oder auch beim Anzünden des Lagerfeuers. Oder vom beim Essen. Ja, meine ich ja. Dass dann einfach da steht. Wenn das Essen fertig ist, kannst du halt das Lagerfeuer nicht anzünden, sondern kannst es nur nehmen. Ja. So. Da haben wir auch wieder ein Karnickel. Wunderbar. So, jetzt mache ich... Insgesamt habe ich nämlich jetzt schon 4 Karnickelfallen hier aufgestellt. Du bist ja ein richtiger Hengst. Ja. Und Karnickel finde ich insofern gut, weil du das halt eben über dieses... Weil du die nicht mit dem Feuer braten musst, du kannst über diesen Fleischtrockner, wenn wir das Fleischtrockner, kannst du das Zeug nämlich drüber hängen. Ein Trocknungsgehänge. Dingens. Ja, somit entgehe ich nämlich dem Problem, dass ich da 5 Stunden um das Feuer rumrennen muss. Und dass das Ende am Essen da, noch verkohlt ist. Passiert das? Ja, ja. Mir halt dreimal passiert, deswegen also war da zumindest weg. Jetzt weiß ich, war jetzt weiß ich, warum ich den Fisch letztes Mal gefunden habe. Ich bin hab Essen gemacht, bin weggegangen, um was zu machen und wollte es mir dann holen und dann irgendwie als ich wiederkam, war der Fisch weg. Ja, das hatte ich auch. Okay, hier hinten liegt noch ein Baumstamm, muss ich mir merken. So, ich bin noch mal ganz kurz weg. Ja. So. Ich leg die Baumstämme erstmal da ab und hoffe, dass ich jetzt schnell noch... Ah, hier haben wir noch. Genug Kriege, um das Ding fertig zu machen. Sehr schön. Na. Super, dann kann ich das nämlich da reinlegen. Kann den anderen Baumstamm noch schnell holen. Und je nachdem, was wir dann prioritätsmäßig machen oder nicht machen... Kann ich dann, nehme ich mal mit die Steine. So, den nehmen wir auch noch mit. Den lasse ich mir nicht entgehen. So, 10. Ich werde schmutzig langsam. Ich frage mich, ob ich jetzt... Covered in blood, wash it off to avoid infection. Man kann sich infizieren. Ruben? Oh, cool, noch ein Baumstamm.
Ups, das war nichts Gesundes. So, 10. Dann machen wir jetzt mal als nächstes ein... Alpines Treehouse. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade herausgefunden, man kann sich also auch infizieren. Ja, ist richtig. Wenn du mit Blut verschmiert bist oder so, dann... So. Ich baue mir gerade ein alpines Treehouse. Das kostet 32 Holz und 18 Sticks. Das ist natürlich ein ganzer Batzen. Aber sollte ich damit fertig sein, habe ich auf jeden Fall die beste Verteidigungsanlage, die es gibt. Fände halt cool, wenn man in den Häusern... Ja, in den Häusern. Wenn man in den Häusern noch Lagerfeuer so aufstellen könnte. Ja, das stimmt. 8 von 32. Was wollte ich sagen? Und nicht lügen. Warum ist das alpine Baumhaus besser als das normale? Weil du ist vor... Der Unterschied? Du hast das Baumhaus? Und es hat noch einen Balkon, einen übelst großen Balkon, also hast du richtig geräumigen Platz da drauf. Ah, das, okay. Das ist das normale Baumhaus, also wesentlich größer als das richtig, also du hast ja das 4G. Da bist du ja nur oben und dann war's, das läufst du einmal rum. Im alpinen Treehaus hast du einmal einen größeren Raum, obwohl es 3G ist, hast du einen größeren Raum. Und dann hast du halt noch einen Balkon davor, der nochmal so groß ist. Ja, kannst ja auf dem Balkon das Feuer machen. Weiß nicht, ob man auf so ein Ding überhaupt was bauen kann, weißt du? Doch, ich denke schon. Das ist halt die Question, how I ask me. Boah, mein Englisch ist so perfekt. Das ist also die Frage, wie... Das ist also die Frage, wie ich mich frage. Ja, genau. Ich glaube, ich brauche einen Schlitten. Ohne Schlitten wird das hier nichts. Ich hätte vielleicht doch erst in den Schlitten statt in das Holzlager investieren sollen. Also kein Problem. Six sollte man recht schnell bekommen. Wenn wir hier ein paar Mal durchs Geäst gehen. So, dann machen wir uns mal... Oh, eine Feder. Habe ich die eingesammelt? Nee. Machen wir uns mal ganz kurz einen... Nee. Schlitten. Okay. Fehlen noch 6. Ich höre sehr seltsame Geräusche, muss ich gestehen. Oh, blaue Beeren. Lecker. Ich hoffe, dass diese Geräusche einem Tier gehören. Hier sind blaue Bären an dem Fluss. Und Stöcker ohne Ende, Alter. Boah, krass. Du bist doch jetzt auch an dem See wie ich, ne? Ja, genau.
an den See in Stein eingefasst. Mit dem Boot drinne. Ja, genau. Und oben die drei, der kleine See mit dem noch mehr mit genau. Fischen. So. Ich habe jetzt gerade mir erstmal eine Plattform gebaut, damit ich überhaupt erstmal hochkomme. Das sind die giftigen Bären, die können weg. Alter, wie Stöcker hier liegen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Und jetzt baue ich mir gerade so ein alpines Treehouse. Da fehlen mir jetzt gerade noch 20 Holz. Die ich mir zwar ein bisschen weiter wegholen will. Damit ich nicht den ganzen Wald kaputt mache. So. Wird doch gerade Nacht. Wo fällt der hin? Ich hoffe, der macht jetzt unseren Schlitten nicht kaputt. Das sah schon ein bisschen gefährlich aus, jetzt so wie der auf den Schlitten drauf gefallen ist. Der Baum. Ja, der ist einfach komplett auf den Schlitten drauf gefallen und der Schlitten juckt mich nicht. Bei mir schleudert es dann den Schlitten immer übelst hoch. Bei mir hat der Baum hochgeschleudert. Mein Schlitten ist halt stärker als der Baum. So, ist der letzte Baum, den ich jetzt mitnehme. Und den Lurch. Nein! Wir waren so erschöpft gerade, dass wir den Lurch nicht schlagen konnten. Okay, schnell nach Hause. Lass ich den erstmal stehen. Und kletter mal auf unsere Plattform. Ich habe nämlich keine Lust auf Gesellschaft, muss ich gestehen. So, dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal. Du hast Menschen. Stealth Armor. Aber wo steht denn die Rüstung? Ach, da sehe ich die Rüstung. Das Gelbe ist die Rüstung, oder? Wie jetzt? Was ist wo jetzt? Das Gelbe ist die Rüstung, meine ich. Ja, genau. Sind wir mal ganz schnell drei Molotow-Cocktails? Weiß zwar nicht warum, aber ich mach's einfach. Survival Guide, Batterien habe ich gefunden ohne Ende. Für die Taschenlampe. Ein Pedometer, ich habe ein Pedometer. Geil. Witzig. Ach, wir können eine Steinaxt craften. Ja, ich habe das Gefühl, mit der kannst du auch viel schneller die Bäume fällen. Ich guck gerade, wie man es macht. Ich habe gerade ein bisschen was dabei. Seil brauche ich da wahrscheinlich. Ich kann aus Stein und... Ja. Ich kann aus Stein...
und Tüchern kann ich einen verbundenen Stein machen. Upgraded Rock. Can be used at weapon. Okay. Geil. Ich habe einen Stein und ich werde ihn benutzen. Ich habe ihn extra eingepackt. Ah, jetzt habe ich so Leder um mich herum. Ist auch geil. Man kann eine Stealth-Armor machen, indem man sich... Ich glaube 20 Blätter nimmt. Ich weiß aber nicht, was noch. Diese Lizard-Skin. Na, da habe ich jetzt alle verwendet für meine Armor. Scheiße. Dann habe ich wahrscheinlich Blätter um die Haut, gell? Weiß nicht, probier's mal. Oh doch, das klappt. Da sind Baumstämme im Wasser, sehe ich gerade. Das sind zwei Baumstämme ins Wasser gefallen, die kann ich mir nachher noch holen. Da ist mein Karren. Da sind auch nochmal 6 drauf, bin ich bei 8. Das Haus braucht, glaube ich, noch 20. Doch, aber du hast 20.